Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Flaconi 24 Love Brands Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. 119,99 € kostet er dieses Jahr. Also der ist, glaube ich, preislich teurer geworden. Soll einen Warenwert von über 600 € beinhalten und halt verschiedene Brands, die wir auch bei Flaconi finden. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall drüber, dass wir einen Boxen-Adventskalender haben. Und bin jetzt einfach mal sehr gespannt. Das Design gefällt mir. Ich will jetzt aber wirklich reingucken, weil ich super neugierig bin. Also die Nummer 1 ist schon mal richtig derbe unterwegs. Time to cheer, Christmas is near. Santa Woods Ganses. Also du hast hier quasi auch noch QR-Codes, wo du wahrscheinlich Infos zu den Produkten hier mit drin hast. Inhaltsstoffgeschichten. Oh, Rituals. Das ist ein toller Start. Also da haben wir dieses Ding hier mit dabei. Das ist das The Ritual of Ayurveda als Raumduft. Ich weiß nicht, wie viel hier in so einer Flasche drin ist. 70 Milliliter. Ist ein guter Duft. Also ich mag den auch sehr gerne. Hier sind die Stäbchen, die man da so reinsteckt. Ne? Ich mag auch dieses Flaschendesign mit diesem geriffelten. Finde den zwar nicht so super langanhaltend. Also da sind aber Made-Düfte tatsächlich langanhaltender. Aber ich finde das sehr, sehr cool, dass die mit sowas starten. Weil das ist halt auch irgendwie was anderes, als mit einem Duschgel zu starten. Ne? Weiter geht es am 2. Dezember mit Sachets. Bitte, ja. Okay, Annemarie Börlin, das ist toll. Hyaluron-Augenpads mit Sofort-Effekt. Da haben wir zweimal zwei Stück drin. Ne? Die sind tatsächlich ähnlich wie die von Dalton, aber Dalton ist nicht beduftet. Und ich persönlich finde die Wirkung von den Dalton-Pads bei mir einfach ein bisschen besser. Da müsste ich aktuell auch einen Code haben. Mit spa-claudi kannst du 25% Rabatt auf alles bei Dalton bekommen. Nun, auf jeden Fall sind die hier drin enthalten. Die sind auch, glaube ich, relativ beliebt. Und deswegen finde ich es auch schön, dass es drin ist. Augenpads in Adventskalendern finde ich sowieso immer großartig, weil ich auch gerne Augenpads verwende. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Oh, wir haben Miniaturen drin. Könnt ihr euch noch erinnern? Vor 3 Jahren oder vor 4 Jahren war da eine Parfümprobe nach der anderen drin enthalten. Jetzt packen die Miniaturen rein, was ich gut finde, weil viele feiern das. Das ist das Dylan Purple von Versace Parfum. 5 Milliliter sind in diesem Miniatur Produkt enthalten. Und ich mache ja auch dieses Jahr wieder Parfüm-Miniaturen-Adventskalender, wahrscheinlich sogar 2, weil ich aktuell ja sehr, sehr viele Adventskalender auspacke, aktuell dieses Jahr tatsächlich. Also da sind wir definitiv im dreistelligen Bereich und ich weiß nicht, ob sogar 200 werden dieses Jahr. Auf jeden Fall, ja, falls du das nicht verpassen willst, dass das irgendwie demnächst mal verlost wird, dann folg mir sehr gerne. Kannst hier auf den Abo-Button klicken, aber du kannst mir auch generell für Beauty-Content folgen, denn den gibt es hier so immer wieder. Hier haben wir die Nummer 4. Klein, aber hoffentlich fein. Hier wird ein Typchen drin sein. Sisley. Also die hauen schon raus. Ne? Das ist die Black Rose Skin Infusion Cream mit 10 Millilitern. Ich finde, das ist auch für die Marke definitiv eine gute Größe. Kannst du dich nicht beschweren. Ne? Finde ich gut. Mag ich. Ja, ja, kann ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ne? Nett. Sisley. Nach Versace einfach mal so. Etepetete hier reinhauen. Nein, das mag ich tatsächlich sehr. Der 5. Dezember ist auch wieder gut gefüllt hier. Der Tag vor Nikolaus. Hier haben wir von Vella Ultimate Repair das Shampoo drin. 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Finde ich klasse. Ist so ein Friseurbedarfs-Shampoo ja auch. Ne? Und ja, Pflege kann ich gebrauchen. Ich hatte das auch in einem anderen Adventskalender schon drin und fand das da schon so fancy. Du hast hier nämlich AHA mit drin enthalten und Omega-9. Also super interessante Ingredients. Also interessant, ne? Hättest du gedacht, dass man so Fruchtsäure für die Haare nimmt? Ich glaube, wenn man so blondiert ist oder wenn man gefärbte Haare hat, könnte das schwierig werden. Aber ich habe ja naturblonde Haare. Ich glaube, das wird meinen Haaren gut tun. Wow, der 6. Dezember ist echt groß und echt schwer. Ja, das ist mal eine Ansage. 50 Milliliter, also eine Full Size von NYX Malveillance Lift. Das ist eine Concentrated Night Cream. Das ist ja großartig. Also das hatte ich bislang nur irgendwie so in kleinen Tübchen in Adventskalendern gesehen. Und Das ist nicht günstig. Das ist richtig krass, Leute. Das ist ein Glastiegel. Das ist wundervoll. Also wirklich. Bin begeistert. Also auch hier drauf, guckt euch das mal an. Da ist ein Baum. Wie viel Begeisterung kann man für ein Packaging haben? Ja. Nee, ich finde das toll. Das ist ein ganz tolles Nikolaus-Kläppchen. Die Nummer 7. Hier haben wir ein kleines Produkt drin, aber das ist auch teuer. Eyelash Awakening Serum von M2 Beauté, 2 Milliliter. Das hatte ich auch jetzt schon öfters in Adventskalender drin. Das hat einen sehr, sehr
angenehm hohen Wert. Wer halt nicht so drauf steht, diese Wimpernseren zu verwenden, die Hormone beinhalten, kann sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich bin ja ein Fan von einem Grande Lash, das ist halt einfach so ein Ding bei mir. Und sowas würde ich dann halt zusätzlich verwenden, weil hier hast du so ganz pflegende Öle und so weiter mit dabei. Ne? Das pflegt dann halt quasi die Haare und hindert vor Haarbruch. 30% mehr Wachstum wird hierdurch gefördert und das ist ein krasses Produkt in der Nummer 7, würde ich sagen. Die Nummer 8 darf jetzt auch noch machen, dass es kracht. Mit dieser geilen Marke findet ihr auch im Purish Adventskalender für Kai. Ein Scalp Scrub liebe ich. Apfel und Cedar. Triple Cleanse Anti Build Up. Aha, 60 Milliliter. Ich finde solche Kopfhautpeelings so großartig, Leute. Ja, denn du hast ja auch, also im Gesicht verwenden wir Peeling, am Körper verwenden wir Peeling, an den Füßen, an den Händen, irgendwie gefühlt überall. Aber die Kopfhaut wird gerne mal vergessen. Und sowas hilft so, so, so doll. Finde ich klasse. Ich bin jetzt mal gespannt, weil wir sehen hier auch richtig so diese Peeling-Partikel, inwiefern man das dann auch gut aus den Haaren rausgewaschen bekommt. Aber das verwendest du ja eigentlich so entweder nach dem, vor dem Shampoonieren oder nach dem ersten und vor dem zweiten Mal Shampoonieren. Je nachdem, wie deine Haarroutine so ist, ne? Genau. Ich finde es cool. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas Leichtes freuen, weil das ist sehr, sehr leicht. Wow, ja, das ist wirklich klein. Benefit the Professional Light Primer, 3 Milliliter. Okay, wir haben dekorative Kosmetik hier endlich mal drin, aber so ein kleines Mini-Vieh, da hätte Benefit auch ein bisschen mehr springen lassen können, jetzt mal ganz ehrlich. Ne? Aber gut, ja, es ist halt so ein ganz, ganz kleines Typchen, da kommt man auch eine Weile mit aus, aber jetzt nicht eine Ewigkeit. Und um es einfach mal so ausprobiert zu haben, ist es ganz schön, aber ich finde, in dem Adventskalender für 120 Euro ist es zu klein eigentlich. In der Nummer 10 darf es mit Dr. Barbara Sturm weitergehen. Es ist auch mal wieder eine sehr kleine Größe mit 3,5 Millilitern, aber es ist die Super Anti-Aging Eye Cream. Und Dr. Barbara Sturm ist nicht nur mit einem Doktortitel in ihrem Namen unterwegs, sondern auch mit sehr, sehr, sehr hohen Preisen. Im englischsprachigen Raum ist die Marke sehr beliebt. Ich persönlich muss einfach von meiner Erfahrung her sagen, dass ich doch definitiv eher zu bekannten Produkten, also zu den Produkten meiner Kooperationspartnern oder zu der Nyx-Creme greifen würde, auch wenn die teuer ist, aber das hier ist einfach fast unbezahlbar, wenn man das halt so, ne, sich überlegen würde zu kaufen. Ist aber hammermäßig, dass es hier mit 3,5 Millilitern drin ist. Ne? Es ist immerhin ein halber Milliliter mehr als der Primer von Benefit. Aber naja, wir steigern uns jetzt so langsam wieder. Denn die Nummer 11 fühlt sich auch wieder schön schwer an. Und das ist eine Zahnpasta. Mensch, Blossom Tea. Blütentee auch interessant. 25 Milliliter. Also ich beschwere mich nicht mehr über Zahnpasta. Ich habe aktuell sogar eine von Marvis in Anwendung, weil wir jetzt recht selten auch welche von Zahnpasten in Adventskalendern und in Beautyboxen drin hatten und mein Freund sogar letztens eine kaufen musste. Und ja, jetzt haben wir hier eine Zahnpasta. Marvis hat immer so ganz spektakuläre Geschmacksrichtungen, ne? Ja, es ist eine Zahnpasta. Gehört irgendwie auch zu Beauty mit dazu, aber ich brauche jetzt ja auch nicht unbedingt eine Klorolle in einem Adventskalender finden. Halbzeit, die Nummer 12. Kerastase. Resistance. Cimente Thermique. Das ist ein Resurfacing Strengthening Milk Produkt, das du vor dem Föhnen reinmachst für strapaziertes Haar. 50 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ja, Kerastase ist eine schöne Marke. Es riecht halt auch super angenehm, ne? Und ich finde auch, dass die Pflegewirkung von denen immer sehr, sehr, sehr geil ist. Ach so, ich gucke mich jetzt auf dem Tisch um und frage mich, ob da jetzt wirklich auch 60 Euro stehen. Ja, definitiv stehen hier 60 Euro, teilweise durch ein Produkt, würde ich mal so sagen. Stehen hier aber 300 Euro auf meinem Tisch. Puh, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ne? Dann gucken wir mal, ob die zweite Halbzeit den Wert tatsächlich jetzt auch erreichen lässt. Das ist eine Full-Size Bondi Sands Lip Balm mit Lichtschutzfaktor 50 plus Toasted Coconut, ist auch witzig. Finde ich aber gut, weil Lichtschutzfaktor wird immer wieder vergessen. Ne? Vor allem im Winter vergessen Leute das, weil sie sich denken, die Sonne scheint ja eh nicht. Naja, doch irgendwie schon, weil es ist ja hell. Ne? Und deswegen finde ich es gut. 10 Gramm sind hier drin. Finde ich gut. Und auch eine Lippenpflege im Adventskalender darf definitiv nicht fehlen. Direkt daneben hat sich die Nummer 14 versteckt. Oh, das sieht nach Barbour aus. HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream, 15 Milliliter. Das ist auch sehr, sehr cool. Eine sehr hochpreisige Marke, worüber wir uns definitiv freuen, dass es hier mit drin enthalten ist. Ne? Barbour hat auch wirklich gut pflegende Produkte, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Ist jetzt unsere dritte Creme, oder? Yo, wow.
Das heißt, ich müsste mich jetzt theoretisch über die nächste Creme beschweren, weil ich sage immer ganz gerne, 3 von einer Sorte. Mal gucken, über was ich mich dann nachher beschweren werde. Aber ja, es sind 3 Cremes und es reicht eigentlich wohl, ne? Abwechslung hat Flaconi eigentlich auf der Homepage. Das können die auch gerne im Adventskalender zeigen, finde ich. Mal schauen, ob wir am 15. Dezember auch etwas Spektakuläres finden. Es ist eine Tube. Chris Appleton and Color Wow. Money, eine Maske for super glossy, expensive looking hair. Witzig. 50 Milliliter sind hier drin. Ja, eine Haarmaske kann man gut gebrauchen. Hatten wir auch noch nicht im Adventskalender. Finde ich witzig und hört sich definitiv gut an. Kann ich mir vorstellen, das auch mal zu verwenden, muss ich sagen. Für teuer aussehendes Haar. Die Nummer 16. Oh, dekorative Kosmetik. Aber das ist ein schwieriges Produkt. Pi, The Impossible Glow Bronzing Drops, ne? Genau, das ist quasi so ein Bronzer und Highlighter in 1. 10 Milliliter haben wir hier drin. Das hatten wir auch schon vor 4-5 Jahren in Adventskalendern und in Beautyboxen drin enthalten. Ja, für mich einfach viel zu dunkel. Also als Bronzer auf gar keinen Fall. Ich mag nicht so gern Schimmerbronzer. Als Highlighter viel zu dunkel. Als Base auch nicht passend. Also für mich ist es ein Produkt, was ich nicht verwenden kann. Deswegen ist oft dekorative Kosmetik, die so farbgebunden ist, auch ein bisschen schwierig, weil ich bin halt super hell. Ne? Und wir befinden uns schon eine Woche vor Heiligabend. Der 17. Dezember ist auch richtig schön groß. Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Ach Mann, Leute. Das ist jetzt gemein. Aber gut, wir haben hier einen Nagellack drin. Von Lia Water Permeable. Ja, Color Elegance Code 10656, ist das die Farbbezeichnung? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall so ein sehr, sehr, sehr helles Blassrosa, was man ganz toll für Nude Nails auch so verwenden kann oder für natürlich aussehende, nicht wie angemalte Nägel. Aber wie ihr seht, ist das überhaupt nicht mein Vibe, ne? Aber ich glaube, dass viele sich drüber freuen werden, weil das halt eine schöne Farbe ist. Och Mann. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Der 18. Dezember ist auch nun hier am Start. Ach Leute, cool, ein Setting Powder. Habe ich hier gerade von der Seite gelesen. Was nicht rauskommen möchte. Das ist ein schüchternes Setting Powder. Kann man nicht anders sagen. Es ist von Laura Mercier in Translucent. Das ist so schlau, sowas reinzupacken. Das macht so viele Leute glücklich. 9,3 Gramm. Das ist halt auch so ein Klassiker, ne? Habe ich auch selber da. Finde ich wirklich, wirklich gut. Ich finde auch, das ist so ein Oldie but Goldie. Und mag ich. Also ich finde es klasse, dass sie das reingepackt haben, weil das ist überhaupt nicht farbgebunden. Jeder kann das verwenden. Du hast hier ein Pöttchen, ne? 9,3 Gramm ist eine gute Größe. Da kommst du lange, lange, lange mit aus. Die Nummer 19. Hier haben wir von Vella den passenden Conditioner. 75 Milliliter sind hier drin. Auch hier wieder mit AHA und Omega 9. Das finde ich toll. Das gehört auch echt gut zusammen. Ne? Wenn man dann halt den passenden Conditioner zum Shampoo drin hat, das ist richtig, richtig toll. Und auch in einer so großen Größe, ne? 100 Milliliter und 75 Milliliter. 1A. Der 20. Dezember eröffnet den Sprint Richtung Heiligabend. Ne? Alive von Boss, aber nicht das Parfum, sondern das die Perfumed Hand and Body Lotion. 75 Milliliter. Ist aber eine richtig tolle Größe. Wirklich gut, muss ich sagen. Ist auch ein ganz gefälliger Duft von dem Parfum, muss ich sagen. Das ist jetzt nichts super Polarisierendes. Ne? Das heißt, da werden auch viele sich über den Duft freuen, denke ich mal. Und ja, kann man gut gebrauchen. Und hier haben wir dann quasi in einem Abklatsch sowohl Hand- als auch Bodylotion im Adventskalender abgefrühstückt. Passt. Ist das in einem Abklatsch oder in einem Abwasch? Ich bin ja nicht so firm in der Wendung. Ich bringe alles durcheinander. Die Nummer 21. Ich glaube, es heißt Abwasch, ne? Okay. Abklatsch finde ich aber auch gut. Von Murat habe ich hier etwas drin. Und zwar Rapid Dark Spot Correcting Serum. Oh, 30 Milliliter. Das wird dann sehr wahrscheinlich mit Niacinamiden sein. Also das würde auf jeden Fall darauf hindeuten. Oder? Nee, AHA, Glykolsäure. Also AHA ist ja Fruchtsäure. Das ist ja feuchtigkeitsspendend und glättend in einem. Ne? Und das ist hier auf jeden Fall mit drin enthalten. Und dann wird das Ganze gut sein. Zink ist hier auch noch mit drin. Das ist auch immer eine ganz gute Sache, weil das so reparierend ist. Ne? Schön. Also ein schönes Serum. Hatten wir schon ein Serum hier drin? Nee, ne? Cool. Sieht hübsch aus. Mag ich gerne leiden. Ist auch eine interessante Marke. Also Murat als Marke hatte ich auch öfters mal in irgendwie Boxen, Adventskalendern und so, dass mir das über die Füße gelaufen ist. Ne? Ja, schön. Die Nummer 22.
2 Tage vor Heiligabend darf es noch eine Bodylotion sein. Gut, wir hatten jetzt just mal gerade eine drin. Das hätten die ein bisschen besser verdauen können. Sol de Janeiro Brazilian Bum Bum Cream. Geiles Produkt. Mag ich total gerne. Ist auch, glaube ich, sehr beliebt. 25 Milliliter ist jetzt eine sehr, sehr kleine Größe. Aber auch das hat halt einfach einen recht hohen Wert, ne? Und oh, ich mag den Duft, aber es ist halt noch verschlossen. Aber ich finde es total super und 1A im Adventskalender aufgehoben, kannst du im Sommer verwenden, kannst du im Winter verwenden. Ich finde, es passt irgendwie immer und deswegen feiere ich das. Einen Tag vor Heiligabend gibt es sehr wahrscheinlich ein riesiges Produkt, ne? Finde ich ziemlich cool, wenn das so groß ist. Ja, da ist was drin von Kiko. Ein Bright Quartett, eine Eyeshadow-Palette. Das ist cool. Ich meine, gut, wir hatten auch schon mal eine Urban Decay Lidschattenpalette in dem Adventskalender, aber das war der Deluxe. Vielleicht kommt sogar noch eine Deluxe-Variante raus, man weiß es nicht. Und das ist auch ein Eyequad, was man gut verwenden kann, muss ich sagen. Also das ist ein sehr warmer Farbton von allen Tönen, ne? Aber damit kannst du einen easy peasy Look schminken. Du hast 2 matte Töne, 2 schimmernde Töne, eine Transition oder eine Verdunklungsfarbe, eine Ausblendefarbe. Dann mit den beiden kannst du dir auch ein schönes Augen-Make-up schminken, dann machst du einen Highlighter in den Inner Corner und bist glücklich. Also sehr klug gewählt, kannst du nicht anders sagen. Und Kiko Lidschatten ist immer so ein bisschen Hit or Miss. Die haben super Face-Base-Produkte. Aber bei Lidschatten muss man immer so ein bisschen gucken. Aber ich glaube, bei den Tönen kannst du jetzt nicht so viel verkehrt machen. Es sei denn, die sind so gar nicht pigmentiert. Die Trommelwirbel wirbeln für die Nummer 24. Da bin ich sehr gespannt. Es ist schwer. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir unsere 4. Gesichtscreme hier drin haben. Das wäre nämlich so ein bisschen zonkmäßig, ne? Weil ich habe ja gesagt, 3 Gesichtscremes, jetzt noch eine bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Ein Serum fände ich gut, irgendwas für den Körper fände ich gut. Ja, es ist eine Creme. Es ist Augustinus Bader, The Rich Cream mit TFC 8. Es ist teuer, es sind 15 Milliliter. Ich habe sie schon mal verwendet, die ist wirklich gut, ne? kann man sehr gut auch gebrauchen, so im Winter, wenn man so ein Trockenfläumchen ist wie ich. Was ist die 4. Creme? Die hätten eine andere, hätten die weglassen sollen. Dann hätte ich jetzt nicht so ein aber es ist schon ein teures Ding. Ja. Ich glaube auch viele werden sich darüber freuen. Ich lasse es verschlossen, weil ich habe sie schon da. Ich habe sie schon geöffnet und verwendet gehabt und aufgebraucht gehabt und ich habe auch schon ganz viele andere davon da gehabt, weil letztes Jahr haben sich die Firmen gedacht, ach, die Firma Augustinus Bader, die nehmen wir alle bei uns mit in den Adventskalender, um den Wert in die Höhe zu treiben. Ja, okay. Also, Flaconi steht für mich persönlich immer eher so für dekorative Kosmetik und Parfüm. Das ist eher so immer mein Vibe, was ich halt auch mit Flaconi verbinde. Eher weniger was für die Haare, eher weniger Skincare und so, aber das ist halt das, was wir hauptsächlich hier drin haben. Ein bisschen was an dekorativer Kosmetik ist hier auch drin vertreten, was ich okay finde, ne? Also die sind toll, die Produkte, die hier drin enthalten sind, aber wie gesagt, für mich zu wenig Schminke, hätte mehr sein dürfen. Und es ist ein okayer Adventskalender. Für 120 Euro kann man sich den auf jeden Fall anschauen. Mir persönlich wäre das, was bei mir auf dem Tisch steht, keine 600 Euro wert. Ne? Aber 120 Euro, ja, definitiv. Also ich kenne ja auch den Preis von vielen Produkten und weiß, dass wir den angegebenen Wert auch wahrscheinlich sehr gut erreicht haben werden. Aber es ist jetzt kein schlechter Adventskalender, aber auch kein Wow, ich möchte ihn euch unbedingt empfehlen Adventskalender, wisst ihr? Aber dann müsst ihr selber für euch entscheiden, ob das was für euch ist. Wie gesagt, ich persönlich hätte hier mehr Parfüm drin erwartet und ich hätte hier auch mehr dekorative Kosmetik drin erwartet. Aber schreibt mir super gerne, wie ihr das so seht, ne? Also wie ihr auch den Adventskalender bewertet, was ihr davon haltet und was ihr hier noch so drin vermisst habt, was euch stört. Cool finde ich definitiv, dass wir keine Füllprodukte haben. Also wir haben jetzt nicht irgendwelche Nagelfeilen, Tralafitti. Wäre bei 120 Tacken auch wirklich übel gewesen, muss ich gestehen. Aber das wäre es ja auch schon gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.